Moin Leute, Geburtstagsgeschenk für Kofeld, nachträgliches Geschenk für mich. So werde ich es zumindest, so positiv wie ich bin, so optimistisch wie ich bin. Und Werder holt einen ganz, ganz wichtigen Sieg gegen die Wölfe. Wichtig aus ganz vielen Gründen. Zum einen haben wir gesehen, Wolfsburg ist diese Saison keine Laufkundschaft. Also die haben eine gute Spielanlage und ich glaube auch nicht, dass wir da auf eine Mannschaft getroffen sind, was sie ja auch schon in den ersten Spielen gezeigt hat, die unmittelbar was mit dem Abstieg zu tun haben wird dieses Jahr. Unabhängig davon, ob man die Wölfe jetzt mag oder nicht. Und ich glaube, uns kam es auf jeden Fall zugute, dass auch so ein Spieler wie Camacho nicht gespielt hat. Zum anderen ist es natürlich so diese Ergebnisreaktion auf das Spiel in Stuttgart. Da haben wir gut gespielt und verloren. Es war halt nicht so ganz klar, wie verarbeiten die Spieler das? Wie ist das Selbstvertrauen nach so einem Spiel? Denkst du dann doch wieder, dass irgendwie alles auseinanderbricht? Weil so gefestigt sind wir ja noch nicht so lange. Und es war aber eine gute Reaktion. Außerdem haben wir auch gezeigt, dass wir schwierige Spiele gewinnen können. Wir sind nicht gut gestartet. Die Wölfe wirklich, die uns am Anfang nicht wirklich überrascht haben, aber hochgepresst haben, viel fürs Spiel gemacht haben, uns extrem unter Druck gesetzt haben. Und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis Bremen das wirklich in den Griff gekriegt hat, wo man dann auch wirklich dann irgendwann angefangen hat zu verstehen, wie man dagegen spielen muss. Und da kam dann auch sicherlich das Führungstor durch Klaassen sehr, sehr passend vom Zeitpunkt. Und danach hat Bremen auch immer mehr die Spielkontrolle übernommen, ist aber wieder so ein bisschen abgeflacht zu Beginn der zweiten Hälfte. Also das war jetzt kein grundsolides oder überragendes Spiel, aber man hat auch den Gegner nicht irgendwie wirklich zum Tore schießen eingeladen. Man hat hier und da die Spielkontrolle immer mal so ein bisschen aus der Hand gegeben, aber es ist jetzt nicht so, dass wir darüber reden müssen. Werder hat das glücklich gewonnen. Ich finde, Werder hat das sogar eigentlich fast recht souverän gewonnen. Und auch mit den Wechseln ist Kofeld nicht wirklich Risiko gegangen, aber er hat das Spielsystem am Ende nicht geändert, indem er dann irgendwie so das 1-0 festigen wollte, hat offensive gegen offensive Spieler getauscht, die dann frisch waren, hat einen Pizarro gebracht, der wirklich einen wunderschönen Pass auf Jojo Eggestein durchgesteckt hat und der dann mit seinem ersten Bundesliga-Tor, also auch das sind so Momente, die wir sehr, sehr positiv aus diesem Spiel mitnehmen und wo wir einfach sagen müssen, hey, schön, dass der Junge getroffen hat, schön, dass Pizarro wieder ein Faktor war und schön, dass wir anscheinend wirklich so einen gut zusammengestellten Kader haben. Es lässt uns definitiv weiter träumen, es lässt uns beruhigt in die Länderspielpause gehen. Eine Länderspielpause, ja, die ist halt unnötig, aber was soll's, jetzt haben wir erstmal 2 Wochen Pause und dann geht's weiter. Da muss man natürlich halt weiter versuchen, die Schwächephasen so ein bisschen zu minimieren, immer mehr Spielkontrolle selber zu haben. Man muss halt auch einfach sich vorbereiten auf wirklich jetzt die namhaften Gegner. Zumindest auf dem Papier wird es ja in den nächsten Spielen ein bisschen prominenter. Allerdings sind das auch Vereine, die aktuell nicht so gut in der Tabelle dastehen. Dementsprechend sind auch diese Punkte, die Werder geholt hat, gegen die Teams, die jetzt ja auch in der ersten Hälfte aktuell stehen und einfach auch formstark waren, ja dann doch irgendwie nicht nur Punkte gegen Laufkundschaft gewesen, wie es halt auch viele so von außen im Moment gerne sagen. Bremen zeigt einfach, man ist stabil, man will, man kann vielleicht auch was Größeres diese Saison erreichen, aber dafür müssen wir als Werder Bremen, muss das Team halt auch einfach wirklich konsequent daran arbeiten, sich zu verbessern. Und ich muss sagen, bei dem Trainer mache ich mir da überhaupt gar keine Sorgen. Denn auch wenn ich zum Beispiel einige Dinge mal anders machen würde als Kofeld oder nicht immer alles verstehe, was er macht, aber das auch wirklich nur ein ganz, ganz bisschen, weil sonst finde ich halt wirklich alles, was er macht, hat Hand und Fuß und ist nachvollziehbar. Aber ich vertraue ihm halt einfach wirklich bedenkenlos, weil es ist bisher für unsere Verhältnisse von extrem viel Erfolg gekrönt. Er trifft richtige und gute Entscheidungen, er holt Punkte und ja, er lässt uns alle träumen. Dementsprechend Sieg gegen die Wölfe genießen, den Tabellenplatz gerade genießen. Da stehen wir jetzt erstmal durch die Pause auch ein bisschen länger. Und eine Sache noch, bevor ich es vergesse, wo ich jetzt zum Ende komme. Langkamp, der reingesprungen ist für Veljkovic mit super wenig Spielpraxis in einem komplizierten Spiel, wie ich finde, dann halt wirklich sein Mann stehen musste. Für mich eine fast fehlerfreie Partie abgeliefert, also auch ein Backup, auf den man sich dann doch ein bisschen mehr verlassen konnte, zumindest auch in diesem einen Spiel, als viele vielleicht erwartet haben. Gerade so defensiv, finde ich, hat er ja auch eher so seine Stärken. Wir wissen, er ist nicht der Spielstärkste, nicht der Beste in der Spieleröffnung, aber er hat einen grundsoliden Job gemacht und auch seinen Anteil daran gehabt, dass Werder da zu Null gespielt hat und dieses Spiel gewonnen hat. Wollte ich nur noch mal sagen, bevor ich es vergesse. Ansonsten, Leute, habt eine schöne Zeit in den nächsten Tagen, genießt es alles und wir freuen uns auf die nächste Runde, aufs nächste Spiel. Reingehauen. Ciao.